Komm, Mission. Jetzt macht's wieder Spaß. Akt 4, deutlich besser als Akt 2 und Akt 3. Das Ambrose. Nikki und ich haben uns hier gerne Filme angesehen. Jetzt ist es nur noch ein Tanzclub. Default hat uns sicher bemerkt. Ja, höchstwahrscheinlich wartet er auf mich. Das ist eine Szene, die ganz, also die sogar auf das, das ist der Bereich, der auf der E3 gezeigt wurde, oder? Ich könnte mich jetzt auch irren, aber das kommt mir so vor, wie der Bereich, der damals gezeigt wurde auf der E3. Natürlich mit etwas anderer Grafik, aber dazu werde ich erst im Fazit meinen Blub 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 abgeben. Ich hack den hier mal. Hast du eigentlich dein Luftgewehr noch? Ich frag, wieso? Und er meint, ich will diesen Waschbär abknallen. Im Ernst jetzt? Das ist mein voller Ernst. Und ich so, Waschbären sind echt zähe Biester. Mit einem Luftgewehr machst du den nur sauer. Und er so, und wenn ich die 9 mm nehme? Oh mein Gott. Ja, deshalb sagte ich, ja, mit einer 9 mm kannst du ihn töten, aber es ist illegal, innerhalb der Stadt zu schießen. Und er dann so. Okay, verstanden. Wo kriegt man den Schalldämpfer her? Oh Mann. Okay, ich denke mal, ich muss den Typen hier hacken und dann kann ich rein. Hallo? 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 Lauf da mal kurz durch, ne? Achso, er läuft dann erst vor. Gut, er muss erst, ja, okay. Er muss erst 2 Schritte nach vorne gehen. Entschuldigung, liebes Spiel, ich war da ein bisschen zu voreilig. Ach ja, Mensch. Ich glaube, das gehört langsam so zum guten Ton in meinem Watch Dogs Let's Play, dass ich bei... Naja, bei einer Mission verkacken muss. Also am Anfang immer so ein bisschen, ne? Ich glaube, das gehört wirklich zum guten Ton. Bin ich mir ziemlich sicher. Amateur-Wrestler. Sicherheitsmitarbeiter bei Dot Connection. Man könnte jetzt wahrscheinlich mehrere Wege wählen. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier über die Limousine irgendwie reinkommt, wenn man da ansteigt. Ich weiß es nicht, weil man dann wichtig wirkt. Ich könnte mir auch vorstellen, also was ziemlich sicher ist, was funktioniert, ist, dass man hier irgendwie das Ding hackt und dann reinkommt. Oder man macht es einfach über diesen wundervollen Türsteher. Wäre schön, wenn es mehrere Methoden gibt. Ich bin da aber gerade eben ein bisschen, ich erwähne es immer wieder, Hitman Absolution vorgeprägt, was das einfach perfekt macht, weil man so viele schöne verschiedene Wege hat, Dinge anzugehen und Menschen umzubringen. Ist toll, wenn man Menschen auf verschiedene Art und Weisen umbringen kann. Liebe RTL Media Group, das könnt ihr gerne wieder für irgendeinen Scheißbericht rausnehmen und mir dann vorwerfen, ich wäre ein geistesgestörter Typ, der mit seinen Videospielen redet. Zurück zum Thema. Kann der Typ mal aufhören zu telefonieren? Hat er schon. Hallo? Fuck, hallo? So. Okay, geht gleich los. Jetzt geht er hier hin und ich lauf durch. Ja, Baby Girl, das hat funktioniert. Hi, ich bin Joseph DeMato. Willkommen zu Dot Connection. Meine Underground Counts und Musik. Ist er der Typ der Krasse? Wo muss ich denn jetzt eigentlich gerade lang? Ach nee, da hätte ich das hacken müssen. Welcome to my party! Welcome to my party! Welcome to my party! Oh, jetzt gibt's wieder krasse Musik, bei der ich andauernd wie ein Geistesgestörter reden muss, damit ich nicht irgendwelche Kunden-ID-Treffer bekomme. Aber ich glaube, das könnte sogar ein richtiger Soundtrack sein. Ey, guck mal, da ist ein Typ mit einem Würfel. Den gab es auch auf der Aftershow-Party vom Webvideopreis, weil da auch Watch Dogs war und so. Was passiert, wenn ich die Sachen hack? Smartphone? Yo, da kann ich Sachen lesen. Du wurdest ausgewählt. Das ist eine ziemlich geile Party eigentlich an sich. Ich frage mich, wieso ich andauernd das Bild von diesem Typen bekomme. Yo Leute, ich rede einfach die ganze Zeit weiter. Das wird eine super nervige Folge. Was muss ich eigentlich machen? Profile von den Gästen anlegen. Okay, ich lege Profile von den Gästen an. Das mache ich jetzt. Yeah, krasser Groove. Da war doch gerade irgendwas. Folge mir nach 1. Verdammt, der ist gut. Okay, ich mache einfach mal. Oh yeah. Das ist übrigens... Mach nur weiter, so mein Freund. Das ist übrigens gerade geile... Das ist eine geile Kulisse gerade eben. Wollte ich nur mal so nebenbei anmerken. Schau ich das mal an, das ist auch sein Symbol. Er wirkt echt so ein bisschen wie so ein DJ. Wahrscheinlich ist er der DJ. Ja? Könnte ich mir gut vorstellen, dass er der DJ ist. Da stand gerade, spinnst du, Piers. Ach, schön. Das ist cool gemacht. Das ist gerade richtig... Ey, so hätte ich mir das ganze Spiel gewünscht. Vom Missionsdesign her. Ihr seht, ich werde schon sprachlos, weil ich es so gut finde. Ja? Werde ich wirklich. Da steht schon wieder was... Das ist ja so schön gemacht. Folgen Sie der Spur gehackter Handys. Spinnst du, Piers? Machst du eigentlich Sport? Digga, und los geht's. Oh yeah. So mag ich den Groove. Guck mal, da liegen einfach mal ein paar elektronische Teile rum. Traumhaft finde ich das. Oh Freunde, ich wackel hier gerade im Stuhl durch die Gegend. Einziger Moment, bei dem vielleicht bisher eine Facecam sinnvoll gewesen wäre in dem Let's Play.
denn seine Nichte ist tot. Ey, was für ein Assi. Was für ein Assi. Ich grinse zwar, aber was für ein Assi. Moment, hier war es irgendwo. Hier war es doch irgendwo. Da. Die Dame, die da schon halb besoffen auf dem Boden liegt. Hacken Sie Defaults Server. Wo ist denn Defaults Server? Oben, oder? Ist damit oben gemeint? Ich glaube, damit ist oben gemeint. Schön, dass man hier auch mal nicht den Druck hat, andauernd erkannt zu werden und schießen zu müssen. Ja? Watch Dogs ist mir, und das kann ich schon mal beraten, zu viel Schießerei. Eindeutig. Da ist zu viel Third-Person-Shooter drin. Das hier ist jetzt eine Mission, wo man so ein bisschen dieses Hacking-Feature auch ausgenutzt und sinnvoll ins Spiel implementiert wird, sodass ich mir denke, ja, das ist geil, das ist Watch Dogs, das ist, was Watch Dogs von anderen Spielen abhebt. Hallo, ich würde hier vielleicht gerne... Bin ich zu uncool oder was? Könnt ihr alle mal einfach gehen? Ach Mann. Muss ich jetzt irgendeinen anderen Kackweg nach oben finden? Was hier? Okay, wahrscheinlich komme ich hier irgendwie hoch. Oder da kann ich auch nochmal irgendwas einsammeln. Folge mir nach 1, 2, 7. Aiden kriegt die Ratte nicht. Ich glaube, ich krieg die Ratte ganz schön. Oder geht's hier rein? Ich glaube, es geht hier rein. Das ist ein verwirrendes Gebiet, ey. Das ist es auch. Aber ich fand Clubs sowieso schon immer verwirrend. Auch im Real Life. Blablabla. Was? Kennst du was schon mal in Clubs? Ja, natürlich nur zum Masturbieren. Zum öffentlichen Masturbieren, das ist mein Hobby. Mal im Ernst, wie kriege ich das gehackt? Bin ich jetzt ein bisschen dumm? Ich habe gerade das Gefühl, ich bin ein bisschen dumm. Kann das sein, dass ich ein bisschen dumm bin? Defaults Bückstück. Heul doch, du spinnst, Bro. Ach, der Typ ist mir sympathisch. Auf eine sehr perfide Art und Weise, aber er ist es. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich bin gerade sehr irritiert. Oh Mann, macht mich das hier gerade fertig, ey. Wahrscheinlich über die Kameras einfach, oder? Ja gut, das hätte ich mir vielleicht auch denken können. Geht immer am schnellsten. Ich vergesse immer, dass ich die Kameras benutzen kann. Was ist mit dem Typ hier? Mein Gott, wer zieht dich an? Beruf, schöner Hut. Entriegeln. Das ist gerade so ein richtiges... Hacker-Battle. Okay, hier wird er wahrscheinlich auch gleich wieder Alter, das ist ja wohl ein Witz, oder? Oh mein fucking Gott. Guckt euch die Scheiße an. Was geht ab? Also jetzt übertreiben sie es echt mit diesem Minispiel. Die übertreiben es ja so richtig mit dem Minispiel. Holy fuck. Was soll das? Was ist denn das? Das ist einfach nur noch ekelhaft. Das ist einfach nur noch widerlich. Ich krieg das große Reihern, ja? Boah! Das ist ja wie Mathe. Das ist ja noch schlimmer als Mathe. Das finde ich jetzt... Ich weiß nicht, was ich so wirklich davon halten soll. Das finde ich eher... Naja, ein bisschen bedenklich, dass ich hier so krasse Sachen machen muss. Kiddos muss mal wieder so krasse Sachen machen. Oh mein Gott. Immer muss ich so krasse Sachen machen. Okay, das ist natürlich schon mal so genau richtig. Dann müssen wir jetzt noch irgendwie hier eine Leitung hinkriegen. Die Frage ist nur... Wie? Frage ich euch, Leute. Ich frage euch alle, wie. Wie zum Hänger, wenn man... Ich bin echt... Also gerade, das ist das erste Mal, dass wir dieses Hacking-Spiel... Sehr, sehr verwirrt. Völlig zu Recht auch. Das ist wirklich eine verwirrende Nummer. Das haben wir auch offen. Jetzt einmal hier hinschalten, dann einmal hier wieder rum, dann einmal da und dann einmal hier und dann einmal hier runter. Nein, das muss so und dann muss das hier so, glaube ich. Und dann muss das hier so oder nein, das muss schon, das ist so richtig gewesen. Oh, holy Macaroni. Das muss auf alle Fälle von oben kommen, oder? Oh mein Gott, ich war noch nie in meinem Leben so unglaublich irritiert. Was geht denn ab? Mal im Ernst, was geht ab? Hey, was geht ab? Ab, wir feiern die ganze Nacht. Freunde, das kann ein bisschen dauern. Ich will euch währenddessen eine Geschichte erzählen. Und zwar geht es hier um eine Geschichte, die ich nie erlebt habe, aber die sehr, sehr wichtig ist. Die,
mir auch eindeutig sehr viel bedeutet. Es ist die Geschichte eines sexuell sehr attraktiven Teddybären. Und dieser Teddybär, der hat eine lange, lange, lange Story hinter sich. Eine lange Leidensgeschichte auch auf jeden Fall. Und ist mir wichtig, diese Story zu... Gut, es gibt keine Story, die ich erzählen möchte. Ich wollte einfach nur irgendwie die... Alter, fick dich, Watch Dogs. Mann. So blöd. Ja, nett, gar nicht so blöd. Guck mal, hier unten ist auch nochmal irgendwas. Das ist ja... Das wurde mir auch angekündigt. Das ist mit Abstand das ekelhafteste Hacking-Minispiel, das wir drin jemals hatten. Sobald auch noch irgendwie so ein... Also wenn hier jetzt noch ein Zeitraster dazukommen würde, ich glaube, dann würde ich einfach anfangen zu heulen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich anfangen würde zu heulen. Ohne irgendwelche Konsequenzen, Leute. Ich würde anfangen zu heulen. Sofort. Ich würde sofort heulen. Und ich würde mich nicht schämen zu heulen. Jetzt kommt das echt noch dazu. Was geht bei dem Typen? Okay, das kann ich immer wieder abblockieren, so ein bisschen. Was geht denn hier? Das ist das ist auch so ein bisschen, da nehme ich mir jetzt echt noch mal wieder raus, das habe ich bei Watch Dogs schon ein bisschen öfter gesagt, da nehme ich raus zu sagen, das ist an irgendeinem Punkt schon ein bisschen Spielzeitstreckung, oder? Leute, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Da gäbe es andere Methoden, irgendwie das Spiel, weil das ist ja, es ist eigentlich nur rumprobieren, ja? Niemand ist, glaube ich, wirklich so fucking schlau, dass er innerhalb von 3 Sekunden die Lösung sieht und irgendwie weiß, hey, was habe ich da zu tun? Das kann mir niemand zwingend erzählen, dass es so ist, dass es da Menschen, bestimmt gibt es da Menschen, das meine ich nicht, aber es ist viel rumprobieren und jetzt haben wir es zumindest geschafft. Wundervoll, ich bin sehr, sehr froh. Ist er das? Ist der DJ der Typ? Ich glaube, der DJ ist der Typ, oder? Das ist Default, natürlich, ich dachte es mir schon. 2 plus 2 gleich 5? Ja, und jetzt? Hallo? Bro? Blackout! Verfolgen Sie Default. Die Frage ist nur... Wo ist er? Er ist irgendwo da drüben. Erreichen. Wundervoll. Total dunkel. Niemand sieht irgendwas, aber wir kriegen den jetzt. Das war bisher eine richtig, richtig gute Mission. Kann man gar nicht anders sagen. Verfolgen Sie Default bis zum Dach. Kann er auch... Ist er auch gut im Rennen? Ist er so ein richtiger kleiner Sprinter? Komm, geht er hoch. Zack. Ich weiß gar nicht, wo er steckt. Ich habe ihn auch noch gar nicht gesehen. Da drüben rennt er. Kann ich hier nicht vielleicht auch einfach eine Kugel ins Bein jagen oder so? Ich glaube nicht, dass ich das kann. Wir bekommen nur alle 2 Minuten Zeug in die Fresse. Irgendwelche Explosionen hier und da. Explosionen andauernd. Okay. Das ist ja toll. Was, keine Ahnung, was ihr für einen Deal macht, aber... Wahrscheinlich keinen, der mir irgendwie passt. So. Oh, shit. Das ist ja wohl echt ein Witz, was hier gerade abgeht. Gebt euch das mal. Gegner ohne Ende. Ich werde das ganz langsam und entspannt angehen. Okay, warte. Oh, verdammt, 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 verdammt. Das hätte fast übel enden können. Ist es zum Glück nicht. Aber ich habe den Ding unterbrechen können. Nee, das geht gerade nicht. Jetzt geht's wahrscheinlich gleich schon. Ich möchte den hier erst. Ich möchte irgendeinen eigentlich. Bewegt euch mal. Okay, nehme ich erst den. Da ist auch nochmal irgendeiner, den sollte ich vielleicht mit dem Scharfschützengewehr gleich ausschalten. Mal gucken, wie ich das erledige. So, den habe ich auch. Da drüben steht noch einer rum. Den werde ich auch gleich ausschalten. Vielleicht ziehe ich mir mal kurz so eine Fokuspille rein. Pack die mal auf hier. So, explodier ruhig, das ist weit genug weg. Und ihn da werde ich mir auch gleich gönnen. Ihr merkt, ich gehe das jetzt echt langsam an. Ich habe keine Lust, irgendwie einen Fehler zu machen. Einen groben. Ich will lieber, dass ich die alle geordnet ausschalten kann. Und dann nehme ich mir einfach so eine kleine Fokuspille für zwischendurch. Pack dann hier auf das halbautomatische Scharfschützengewehr. Guck dann, dass ich da drüben diesen Typen einfach lockerlässig wegsniper. Das gleiche werde ich mit dem machen, der da oben steht. Und ich mache mir hier gar keinen Stress. Es besteht ja auch kein Stress. Es gibt kein Zeitlimit.
Es ist alles in Ordnung und da steht der letzte Typ. Beziehungsweise stand der letzte Typ. Ich wechsle wieder zu meiner U100. Und so hätte ich Watch Dogs von Anfang an spielen sollen. Ein bisschen gechillter, ein bisschen entspannter die Situation analysieren, die Mittel nutzen, die man hat. Und dann ist, das muss ich jetzt zugeben, meine vorherige Kritik auch ein bisschen weniger anwendbar, weil dann hat man zumindest gewisse Items, die man einsetzen kann, die das Ganze von einem klassischen Third-Person-Shooter abgrenzen. Die Typen sind teuer. Aber Default steckt bis zum Hals drin. Okay, ich hab ihn. Nur in Reichweite bleiben und T-Bone hackt sich rein. Okay, wie komme ich hier runter ohne Probleme? Was macht der? Fährt er? Ich glaube, er fährt, oder was? Der fährt Auto! Der fährt einfach plötzlich Auto! Und ich habe kein Auto. Wie kann der denn plötzlich einfach Auto fahren, während ich kein Auto hab? Ich bin irritiert, ich steck meine Waffe weg. Kriege ich da jetzt noch schnell genug eine Karre? Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, da schnell genug eine Karre zu bekommen. Die einzige, die ich nehmen kann, ist das hier und die wird nicht schnell fahren. Aber Leute, wenn das die einzige Waffe, die einzige Karre ist, die ich gerade krieg, dann ist das die Karre, die ich krieg. Nicht erschrecken, wenn dein Krempel nicht mehr geht. Versuch nicht, ihn auszuschalten. Wir dürfen die Daten nicht verlieren. Ich verliere ihn. Log ihn raus. Ich tracke ihn. Warte nicht. Schnapp dir alle Daten, die du kriegst, wenn ich nah genug dran bin. Das ist das peinlichste Verfolgungsauto, das ich in meinem Leben jemals hatte. Das ist übrigens ein Multiplayer-Modus, den es gibt, also diese Daten herunterzuladen, wo man in der Nähe von jemandem bleiben muss, damit diese Daten runtergeladen werden. Aber wir haben uns echt mit Abstand die denkbar schlechteste Karre für diese Mission ausgewählt, die man sich hätte auswählen können. Und jetzt fahre ich auch noch gegen... Hallo! Oh, was für eine schlechte Wahl! Gib dir das Auto! Das ist so ein richtig hässlicher Doblo ist das. Ja? Der eine Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h hat, wenn es glücklich läuft. Wenn es sehr glücklich läuft. Gut, irgendwas von wegen Zielperson entkommt. Die ist hier reingefahren. Die Zielperson... Entkommt sie immer noch? Ne, wir kommen näher ran gerade. Die Frage ist nur, wie komme ich weiter? Ich hätte jetzt das Motorrad eigentlich mal nehmen können. Entschuldigung, Leute, aber es gibt halt ab und zu auch mal ein bisschen Kollateralschaden, ja? Boah, bis ich mit dem Wagen rankomme, ist Nimmerleinstag. Ja? Jetzt werden wenigstens mal wieder Daten abgerufen gerade eben, wenn auch nur für 3 Sekunden. Das ist so richtig gerade eben, als hätte ich einen Download von 2 Kbits oder so, ja? Oh, Mann. Und ich weiß gar nicht, warum der andauernd hier das normale Bild... Okay, dankeschön. Ich habe mitbekommen, dass du hacken kannst. Das war mal wieder richtig dumm, aber auch irgendwie total toll und cool. Schaut rein. Mann, Scheiße. Hast du gesehen, was da drin steht? Noch nicht alles. Was siehst du? Das sind Stadtbeamte, Gewerkschafter, gefakte Verträge, Auszahlungen. Meine Güte. 6 Logs. Eine Menge Online-Erpressung. Ein Moment. Hier. Hier ist das CTOS. Ja, hier ist das CTOS. Kann man nicht irgendwie einfach eine Suche durch die Daten laufen lassen, wenn man nah genug dran ist, um zu gucken, was man braucht? Oder ist das seit neuestem nicht mehr möglich? Oh! Fick dich, du mit deinem Sportwagen. Ja? Ganz ehrlich. Ich hab das schlechteste Fluchtauto des Jahrhunderts. Was heißt Fluchtauto? Verfolgungsauto. Das geht ja mal gar nicht klar. Guck dir das mal an. Ja? Und ich muss immer auf mindestens, glaube ich, 60 Meter heran oder 50? Kann ich jetzt gar nicht so genau einschätzen. Auf jeden Fall, guck mal, er ist auf Höchstgeschwindigkeit und brettert hier durch. Oder 50, ich glaube 50 sind's. Ich muss echt den Wagen wechseln, ey. Das ergibt so gar keinen Sinn. Das wird so nie und nimmer was. Ich muss im nächsten Moment lieber den Wagen, aber dann riskiere ich, dass ich die Mission verkacke. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt ist er ja ganz woanders. Okay, ich muss den Wagen wechseln. Geht nicht anders. Ich muss... Das wird richtig schwierig jetzt gerade eben. Verdammt. Und sag mir jetzt nicht, dass da genau die gleiche Karre steht. Da steht genau die gleiche Scheißkarre. Das ist ja wohl ein Joke. Komm schon, gib mir den. 15 Sekunden haben wir. 15 beschissene Sekunden, um so schnell wie möglich wieder nah genug an ihn ranzukommen. Wieso ist das zu? Okay, wir waren nah genug dran zumindest. Aber wieso war das zu? Was geht denn? Ich dachte, ich könnte jetzt durchpreschen und hätte ihn schnell. Aber wir haben einen schnelleren Wagen bekommen. Das war gut gemacht von mir.
Das war auf jeden Fall gut gemacht, das war richtig gemacht. Aber wie lächerlich das gewesen ist, ne? Wir fahren in so einem schlechten orangen Doblo durch die Gegend. Ich will jetzt nicht andauernd den Doblo haten, aber sind hässliche Autos, ne? Und Rack war ganz schön fleißig. Jedenfalls solide Dokumente hier. Sieht aus, als hätten CTOS-Manager das Netz benutzt, um die Wahl zu manipulieren, damit dieser Rushmore den Job bekommt. Korruption in Chicago. Wie überraschend. Keine jedenfalls Ahnung, wie das gemacht haben. Keine gefälschten Wähler. Sie haben echt verrückten Code benutzt. Keine Ahnung, was das ist. Viele Geheimnisse. Erpresserkram. Es kommt immer mehr. Wonach suchen wir denn hier eigentlich genau? Ein Video. Von einer Frau. Sie ist jetzt tot, aber irgendwas an dem Video war gefährlich genug, um mich und meine Familie anzugreifen. Schalten Sie Default aus. Schön, dass wir das jetzt mal machen können. Finde ich ganz gut. Was ich gerade sagen wollte, das war sehr, sehr krass, dass ich dann in dem Moment einfach auch nichts anderes vor meiner Flinte hatte, als den gleichen Wagen in Rot, ja? So von wegen so, du machst deine Verteidigung mit dem, du verfolgst ihn mit dem Auto, mit genau dem. Default ist schon tot, hat sich schon erledigt, da liegt er. Würde ich schon sagen. Jedenfalls alles, was dein irrer Freund wollte. Und diese lächelnde Frau, gibt es passende Aufnahmen? Nein, Mann. Jedenfalls keine, die ich sehe. Sicher, dass die auf Iraqs Server war? Nein, aber er wollte sie von jemandem stehlen. Nur von wem? Oh Gott, nein! Ja, haben wir können wir jetzt nicht zumindest gucken, wie er aussieht? Jetzt liegt er da so scheiße auf dem Boden rum. Und niemand weiß, wie er aussieht. Oder zumindest wir wissen nicht, wie er aussieht. Und das empfinde ich dann doch als ein bisschen schade. Ich würde gerne wissen, wie Default aussieht. Default, komm schon, zeig dein Gesicht. Zeig dein Gesicht. Default. Default zeigt dein Gesicht. Default, jetzt komm schon. Ich dachte, das interessiert dich. Ich habe noch nie einen Auftrag mit so vielen Nullen gesehen wie dein. Die wollen dich wirklich, Kumpel. Neu ist das nicht. Nein, vertrau mir. Das ist, was neu ist. Du hast wirklich jedem hier ans Bein gepisst. Du musst Chicago verlassen, solange es geht, denn die Fixer werden dich finden. Nur eine Frage der Zeit. Danke für die Warnung. Ja, ja, du wirst sie ignorieren, aber ich dachte, ich versuch's. Default! Mensch, jetzt habe ich dich hier schon in alle möglichen Richtungen gedreht. Moment, ich guck mal, ob ich ihn vielleicht irgendwie, das mache ich schon mit der hier, ne? Umdrehen kann. Default! Mensch! Die Leute wollen dein Gesicht sehen. Gute Nachrichten. Ich glaube, ich habe doch eine Zukunft als Tontechniker. Hör mal rein. Du hast das Audio bearbeitet? Hör mal rein. Hör mal rein. Bitte im Büro melden. Brent Alster. Nickys Anruf kam vom selben Ort wie diese Lautsprecherdurchsage. Brent Alster. Das ist gut. Ich suche mal nach seinem Arbeitsplatz. Hey, ich wollte gerade eine Granate auf den Typen werfen. Dann such halt nach Brent Alster, weil da. Brent Alster so mega Nicky wichtig ist. Ich weiß es. Hol sie zurück, Bruder. Yeah, ich mag T-Bone, hat sich wirklich zu einem guten Charakter entwickelt, aber ich möchte sein Gesicht sehen. Kann ich das nicht, wenn ich zumindest irgendwie... Hier, ich weiß, ich würde einfach gerne das Gesicht sehen. Ist jemand mit der Leiche bisher so umgegangen von dem? Ich will sein Gesicht sehen. Mich macht das fertig. Das ist total unbefriedigend, dass der kein Gesicht hat. Ich verbrauche einfach jetzt alle meine Splittergranaten. Jetzt liegt er wenigstens auf der richtigen Seite. Hallo. Ich sehe sein Gesicht, oder? Moment. Hey, hat er gar kein Gesicht? Das sieht so aus, als hätte er kein Gesicht. Leute, ich decke, glaube ich, gerade ein Riesenmysterium in Watch Dogs auf. Kann ich das irgendwie rumdrehen? Ich weiß, ich baue hier gerade totalen Bullshit. Moment, ich probiere mal meinen Einzelschuss-Granatwerfer aus. Hey! Hier wird jetzt nichts irgendwie mit Notruf. Ja, ich bitte dich. Das ist jetzt wirklich ein bisschen unhöflich, was ich hier mache, aber... Leute, das ist investigativ, ja? Ihr wisst, dass ich... Ich will nur für euch rausfinden, wie der aussieht. Das sah gerade sehr bescheuert aus. Komm, noch einmal. Aber im richtigen Winkel. Junge Dame, laufen Sie bitte weiter. Sie stören eine Untersuchung. Okay, komm, noch einmal. Ein einziges Mal, ja? Ich bemerke offiziell, ich glaube, du kannst dir sein Gesicht nicht anschauen. Letztes Mal... Oh, Moment, jetzt muss ich hier kurz mal gucken, dass... Warum handelt es sich? Wie schnell kann die Polizei hier sein? Junge Dame!
Wer ruft denn da gerade an? Warte. Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Mensch. Naja, wenn ich weggehe, ist er immer für immer weg. Ich habe ihn irgendwie lieb gewonnen. So, den Typen. Naja, okay, hören wir auf mit den Spielereien. Wir werden wohl nie das Gesicht von ihm rausfinden. Obwohl das, was wir von dem Gesicht gesehen haben, ich finde, das sah aus irgendeinem Grund, sah das aus, als hätte der gar kein Gesichtsmodell bekommen. Finde ich doof, irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, was ist eigentlich hier hinten drauf? Ist das irgendwie so eine besonders tolle Windschutzscheibe? Nee, das ist sein Wagen. Kann man in den Wagen, wenn man da reinsteigt, kriegt man da irgendwas Cooles? Kann man in den Wagen überhaupt einsteigen? Man kann in den Wagen nicht einsteigen. Okay, aber das ist sein Wagen. Cool, cooler Wagen. Ja, er wird für immer ein Mysterium bleiben. Jedenfalls fand ich die Storyline um diesen Typen herum extrem cool. Die Missionen waren extrem cool und ich hoffe, so geht es weiter mit Watch Dogs. Ich würde eigentlich jetzt gerade am liebsten weiterzocken. Leider ist es schon sehr, sehr spät und ich sollte mich so langsam ins Bett begeben. Ansonsten kann ich keine anderen Videos mehr für euch produzieren morgen früh. Mir war es wie immer eine Ehre, Sie unterhalten zu dürfen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode von Watch Dogs wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Ciao, tschüss, dö und reingehauen.